Hey Handballinspirator, hier ist wieder Olli. Beim letzten Mal haben wir das Lehrkreuzen Jugo genauer unter die Lupe genommen. Schau dir gern dazu nochmal das Video an, denn heute lernen wir eine Variante der Jugo-Kreuzung, bei der sich zwar nur die Stellung des Kreisläufers verändert, du aber viele, viele neue Handlungsoptionen dazu bekommst. Viel Spaß beim Taktik-Express. Okay. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass es bei Jugo das Ziel ist, den Rückraum links in Position zu bringen, der mit hohem Tempo über die Mitte kommt. Bei Jugo kurz oder Jugo falsch bleibt der Ablauf im Rückraum der gleiche, nur können wir variieren, welcher der Zielspieler sein soll. Du siehst, dass sich der Kreisläufer zwischen Halb- und Innenverteidiger positioniert und hier soll auch die erste Handlung geschehen. Rückraum rechts bekommt den Ball vom verlagernden Rückraum Mitte und sucht das 2 gegen 2 mit seinem Kreisläufer vor sich. Natürlich besteht die Option zu werfen oder den Kreis anzuspielen. Auf jeden Fall soll Rückraum rechts torgefährlich sein, denn so eröffnen sich weitere Optionen. In diesem Fall tritt der vierte Abwehrspieler etwas raus, um den Wurf von Rückraum rechts zu verhindern. Durch die Torgefahr auf der rechten Seite hat Rückraum links, der mit vollem Tempo über die Mitte kommt, bessere Chancen, eine finale Aktion zu spielen. In diesem Fall entscheidet sich der dritte Abwehrspieler dazu, auf den Rückraum links raufzugehen, weil er mit hohem Tempo kommt. Durch die Auslöse sind beide Innenblocker weg vom 6 Meter, sodass der Kreisläufer den frei gewordenen Raum nutzen kann, um ein Anspiel zu bekommen. Schauen wir uns das Ganze auf der Taktiktafel an. Rückraum Mitte verlagert das Spiel auf die linke Seite und spielt den Ball zu Rückraum rechts, der vor sich ein 2 gegen 2 mit seinem Kreisläufer hat. Hier ist schon alles möglich. Entweder kann mit dem Kreisläufer gespielt werden oder aufs Tor geworfen werden. Wichtig ist, die Abwehr zu beschäftigen, damit der Rückraum links, der mit Tempo über die Mitte kommt, gute Chancen hat, die Situation zu lösen. Schafft es deine Mannschaft, den vierten Abwehrspieler aus seiner Grundposition am 6 Meter herauszuziehen, dann lohnt es sich in den meisten Fällen, deinen Kreisläufer die Abwehr hinterlaufen zu lassen. Bleibt der dritte Abwehrspieler defensiv, kann Rückraum links einen freien Wurf mit vollem Anlauf über die Mitte nehmen oder mit dem Kreisläufer spielen. Kommt nun auch der dritte Abwehrspieler raus, entsteht ein riesiger Raum hinter den Innenblockern, der von deinem Kreisläufer angelaufen werden sollte. Meistens geht die Zuständigkeit für den Kreis verloren oder die Position zum Kreis ist so schlecht, dass man ihn nicht mehr regelgerecht verteidigen kann. Hier im Bild sieht man, dass der fünfte Abwehrspieler dem Kreisläufer hinterherlaufen müsste, um ihn zu verteidigen, oder der vierte Abwehrspieler rückt schnell ein und kann den Weg des Kreises in die Mitte versperren. Das Schöne an Jugo kurz ist, dass man immer neue Optionen kreieren kann, wenn die Abwehr ihrerseits Lösungen findet. Hier im Beispiel sehen wir den freien Raum hinter den Innenblockern, wie du es eben auch gesehen hast. Wenn Rückraum rechts den Ball hat, ist der vierte Abwehrspieler zuständig, weil der fünfte um den Kreis rum muss. Mit dem Pass zum herumkommenden Rückraum links und dem Laufspiel des Kreis wechselt die Zuständigkeit. Der vierte Abwehrspieler ist nun für den Kreis in seinem Rücken zuständig und muss diesen verteidigen. Er blockiert dessen Laufweg, sodass man ihn kaum anspielen kann. Allerdings muss der vierte Abwehrspieler dafür in den Rücken des dritten Abwehrspielers laufen, der offensiv den Rückraum links annehmen will. Dadurch entsteht ein großer Raum, den der Rückraum links angreifen kann. Durch den Schnelligkeitsvorteil braucht der dritte Abwehrspieler Hilfe, sodass eine 3 gegen 2 Situation entsteht. Gut, wir merken, dass es für die Abwehr kompliziert ist, wenn der vierte Abwehrspieler auf den Rückraum rechts rausgeht, weil immer die Gefahr besteht, dass beide Innenblocker draußen sind und sich der Kreis in deren Rücken freilaufen kann. Eine Lösung könnte sein, dass der Halbverteidiger den Rückraum rechts angreift, um das Zentrum kompakt zu halten. Gottfriedsson attackiert in dieser Szene den wurfstarken Rambo, sodass der nicht aufs Tor werfen kann und der Weg des Kreisläufers gleichzeitig blockiert ist. Wie wir bereits beim letzten Mal besprochen haben, ist es eine Option, das große 3 gegen 3 auf der linken Seite zu spielen. Wenn du dir nun aber Gollas Positionierung anguckst, dann siehst du, dass es Knorr schwer hat, gegen die Hand zu gehen. Stattdessen wählt Knorr den Weg zu seiner Wurfhand. Der Kreis blockiert den Weg seines Gegenspielers und Gottfriedsson ist nach der Aktion davor noch extrem weit in der Mitte, sodass es sich für ihn anbietet, auf Knorr zu gehen und damit Golla zu helfen. Was er dabei vergisst, ist, dass er durch seine Positionierung in der Mitte die Spielfeldbreite aufgibt
und dort großer Raum entsteht. Man sieht sehr gut, welche Möglichkeiten entstehen, wenn der fünfte Abwehrspieler auf Rückraum rechts geht. Eine Option ist, dass sich der Kreis in den frei gewordenen Raum absetzt. Entweder steht er frei und kann angespielt werden, oder er schafft es, dass der vierte Abwehrspieler mitkommt, dann würde sich für Rückraum rechts die Möglichkeit auftun, mit vollem Tempo zur Mitte zu ziehen und eine mögliche fehlende Zuordnung auszunutzen. Oder aber er spielt den Ball sofort zu Rückraum links, der dann einen noch größeren Raum hätte, um 1 gegen 1 zu spielen. Eine zweite Option haben wir im Video gesehen. Rückraum rechts spielt den Ball zum herumkommenden Rückraum links und der Kreis sucht den Weg in die Mitte, um für Verwirrung zu sorgen. Er blockiert den vierten Abwehrspieler, sodass durch ein gutes Timing Platz für Rückraum links entsteht, mit Tempo zur Hand zu gehen. Der dritte Abwehrspieler hat also großen Raum allein zu verteidigen und muss sich mit seinem Nebenmann verständigen, dass er draußen bleibt. Du siehst, dass hier viel Potenzial drin steckt, dass die Abwehr einen Fehler begeht und wir eine Überzahl entstehen lassen können. In diesem Fall könnte Rückraum links werfen, weil weder der dritte noch der vierte Abwehrspieler auf ihn raus können. Sobald der fünfte Abwehrspieler zu Hilfe kommt, kann der Ball parallel gespielt werden. Was könnte die Abwehr als nächstes anbieten? Vermutlich wird es früher oder später darauf hinauslaufen, dass auf den Rückraum rechts weder der vierte noch der fünfte Abwehrspieler herausgehen und sie defensiv bleiben. Besonders wenn man große Leute in der Abwehr hat, soll der Gegner erstmal drüber werfen. Das Spielsystem brauchst du jetzt aber nicht völlig zu verändern. Du könntest sogar erstmal versuchen, das gleiche wie vorher zu machen und den Kreis den vierten Abwehrspieler blockieren lassen, um den Raum zu nutzen bzw. deinen Rückraum links drüber werfen zu lassen. Spielerisch gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, die ganz ähnlich ist. Rückraum links bricht seinen Anlauf ab und spielt den Ball zu Rückraum Mitte, der auf halb links auftaucht. Der geht voll ins 1 gegen 1 zur Hand und der eigentliche Rückraum links startet seinen Anlauf wieder. Mit dem Pass sperrt der Kreis den vierten Abwehrspieler, sodass Rückraum links vorbeigehen und entscheiden kann, Wurf- oder Überzahlsituation nutzen. Als Variante oder wenn du einen zweikampfstarken Rückraum rechts hast, empfiehlt es sich, den Kreisläufer plötzlich wegziehen zu lassen. Im letzten Video haben wir das auch als Element genommen, um Jugo neue Facetten zu geben. Erstmal siehst du, was bei einer mannbezogenen Deckung passieren kann. Der Kreis geht mit Ballannahme in den frei gewordenen Raum hinter dem Halbverteidiger. Eigentlich müsste der Rückraum rechts sofort den riesigen Platz in der Mitte angreifen, zumal sein Gegenspieler nicht ganz sicher ist, wie zu reagieren wäre. In dieser Szene geht es darum, den Halbverteidiger zu isolieren und ihn direkt im 1 gegen 1 anzugreifen. Wenn ihr oft Jugo kurz gespielt habt und der Halbverteidiger dauernd um den Kreis gearbeitet hat, weil der vierte Abwehrspieler auf den Rückraum rechts rausgehen soll, dann macht diese Variante Sinn, weil der Abwehrspieler plötzlich vor einer ganz anderen Aufgabe steht und sich nicht auf den Zweikampf vorbereiten kann. Mit dem Pass zu Rückraum rechts zieht der Kreisläufer also weg und öffnet so den Platz fürs 1 gegen 1. Wo wir gerade beim wegziehenden Kreisläufer sind. Das eben Gesehene lässt sich natürlich erweitern. Im Folgenden zieht Winczek weg und stellt einen Wurfschirm beim vierten Abwehrspieler für Reinkind. Damit isoliert Kiel einerseits ein 1 gegen 1 für Sargosen und kreiert andererseits einen freien Wurf von 9 Meter für Reinkind. Mit Ballannahme von Sargosen ist Winczek bereits weggezogen, sodass die Zuordnung klar ist. Der dritte Abwehrspieler ist bereit, Hilfe gegen Sargosen zu leisten. Dabei kann er sich nicht auf das Folgende vorbereiten. Da der vierte Abwehrspieler von Winczek blockiert wird und nicht raus kann, muss der dritte Abwehrspieler, der eben noch zur Hilfe bereitstand gegen Sargosen, irgendwie auf Reinkind raus. Das schafft er aber nicht und so kann Kiel mit gutem Anlauf und gutem Timing frei von 9 Meter aufs Tor werfen. Lass uns das nochmal langsam auf der Taktiktafel nachvollziehen. Mit dem Pass von Rückraum Mitte zu Rückraum rechts zieht der Kreis weg in Richtung dritten Abwehrspieler. Daraus entsteht eine 1 gegen 1 Situation für Rückraum rechts. Geht der vierte Abwehrspieler mit dem Kreis mit, dann öffnet sich ein noch größerer Raum für den Zweikampf. Bleibt der vierte Abwehrspieler zur Hilfe, um die Abwehr kompakt zu halten, spielt Rückraum rechts den Ball zum rumkommenden Rückraum links. Durch den Block vom Kreisläufer am dritten Abwehrspieler kann der nicht raus und den Rückraum links attackieren. Für den vierten Abwehrspieler ist der Weg raus nach der Hilfe viel zu weit,
sodass man einen freien Wurf aufs Tor kreieren kann. Wenn das Timing stimmt, dann kann Rückraum links sogar ohne einen Block der Abwehr aufs Tor werfen. Du konntest in den letzten beiden Videos sehen, wie viele Situationen aus einer simplen Auslösehandlung entstehen können und wie viele dazukommen, wenn wir nur die Position des Kreisläufers verändern. Ich hoffe, das Video konnte dir dabei helfen, die verschiedenen Varianten, die aus Jugo entstehen können, besser zu verstehen. Wenn du noch Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, dann schreib gerne in die Kommentare. Dir hat das Video gefallen? Dann komm mit auf Handball-Weltreise.